und herzlich willkommen. Ich freue mich auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu euch. Da Viking Transporte. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und es ist Montag. Wir sind in San Antonio, Texas, bei Kenwood, wenn man so schön sieht, meine Sportsfreunde. Ich war jetzt hier, hab den Kaufvertrag für einen Meisi, sein LKW, unterschrieben. Der gehört jetzt uns. Hab jetzt hier, das heißt, bezahlt. Und ich habe noch ein kleines Geschäft abgeschlossen. Gehen wir jetzt hier. Ich habe mir nämlich einen neuen Truck gekauft. Ganz was Spezielles, das haben sie noch im Schauraum stehen gehabt. Seht ihr die Reifen? Oh, ich mache es spannend. Spannend. Ups. Es kommt davon, wenn man spannend machen möchte, gell? Wir haben bei uns einen neuen gelben Kenwood gekauft. Ach, Scherz. Wir haben uns hier einen neuen Kenwood gekauft. Das ist so eine Limited Edition. Und ich habe ein bisschen nur im Shop dazu eingekauft. Ich habe mir jetzt hier da die Flammen auch wieder lassen. Aber besser eben gefallen hat mir hier. Wer kennt den Film Convoy? Die Rubber Duck Enten auch wieder lassen. Das wollte ich haben. Und hier habe ich die Blenden nachher durch. Da waren so Chromblenden drauf gewesen. Die habe ich gegen, wie gesagt, wenn sie es muss austauschen, haben sie gesagt, jawohl, können wir machen. Stellen wir mal in das gute Stück Zeit zu gehen. und starten es hoch. Alte Kabine, aber neue Technik. Sigi ist auch am Start. Fühlt sich schön wohl da erinnern. Navi müssen wir uns ein bisschen einstellen. Ja, Sigi, ich weiß. Möchtest fahren. Ob er schöne Kenwood-Taschen kriegt, das ist der Kenwood 100 mit der Lederausstattung. Deswegen sitzt da der Chef jetzt neben mir und nicht mehr vorne am Armaturenbrettl. Funkgerät und alles. Wir fahren los gleich. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. 8,21 haben wir es. Haben wir dann die Kilometeranzeige? Haben wir da unten? Durchskippen da ist es. So. Immer vom Hof. Wir haben eine Ladung vom Walmart. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ihr den Weg zu mir, zu den Viking-Transporte gefunden habt. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesen Let's Play unterhalten, meine Sportsfreunde. Ja, warum und wieso jetzt Kenwood? Warum die Oldschool Edition? Weil ich absolut das Oldschool liebe. Sie haben jetzt nur an, sie haben jetzt da den mit der Limited Edition stehen gehabt. Und der ist so, weil die Spediteure komischerweise hier nicht so Biege nach links beliebt. ab. Na, habe ich gesagt, mir ist das gleich, ich nehme. Er hat auch die Blue, er Biege nach ist. links abbiegen. Er hat einen neuen Biege nach Motor. links Es ist ab. nur in die Limited Edition, weil es halt die alte Kabine ist. War ein bisschen im Kenwood Shop in Minecraft.
Edelmetroid hat er da die Schiebe durch Klimaanlage, Standklima, Stand Heizung so und so. Das ist ein bisschen mit Leder auspolstert. Mir gefällt er. Ja, ich habe gesagt, Viking ist Schwedenstall, aber wir sind hier in Amerika. Grüße natürlich heraus an meine YouTube-Kollegen, an erster Linie an Maisie on the Road, an Hermann M-Punkt, an Micha von der ITL auf Achse, an Harry de Jong, an Stefan on the Road, an Tracker Andal, an JJ on Tour, Immer an die geradeaus. Spieltanne und wie die ganzen Jungs, die was bei mir verlinkt sind, noch heißen. Also kein Vergissing. Schaut mal bei den Jungs vorbei, die machen alle geile Projekte, machen alle geile Videos, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder ein nettes Kommentar würde mir und meinen Kollegen helfen im YouTube-Algorithmus. Und wenn es euch ganz gut gefällt, natürlich ein Abo ist kostenlos und wenn es die Glocken Rechts aktiviert, halten dann und dann rechts abbiegen. verpasst es nichts mehr. So, jetzt will ich gerade ein bisschen konzentrieren. Biege nach rechts ab. Habe ich auch vom Maisi gelernt und vom Hermann M-Punkt. In Amerika darf man bei der roten Ampel rechts abbiegen. Also sie haben das so gesagt. Also wenn es nicht stimmt, Beschwerden an Hermann M-Punkt und an Maisi on the Road bitte. Dann werden wir auch Links halten und schauen, dann dass wir nach rechts Dallas abbiegen. kommen, dass wir da hinten den Kaufvertrag Biege nach links ab. unterzeichnen für die Halle, dass wir uns ein bisschen vergrößern. Die Pedale spinnen im Moment ein bisschen. Warum auch immer. Gibt vor Gas. Ein bisschen Staub in der was in die Pedale. Und das ist schon Zeit. Sind ja auch schon. Ich möchte nicht Rechts wissen, wie halten viele tausende und dann rechts Kilometer, abbiegen. virtuelle Kilometer, dass ich mit meinen Pedale gefahren bin. Biege nach rechts ab. So. Mann. Demnächst links abbiegen. So, Biege wie nach gesagt, das links sind ab. zwei Doppeltrailer, die was wir holen müssen. Würde ich sagen, ich gehe jetzt nur mal, ob gut es steht und dann möchte ich mich gleich Lichtteil der wieder meine Eigentum. Spaßfreunde. Bis gleich. So, umgeschlossen ist. Es ist jetzt bei den Last am Berg halt. Der hat da so die Platten hier auf King. Staufächer. Er schaut schon gut aus, oder? Ich hätte halt gern den weißen Strich. Hätte ich gern ein bisschen Orange gehabt, aber ist halt so mehr bei der Edition. So. Handbremse lösen, Papiere haben wir. Fenster zu. Na, schauen wir mal. Zweimal Doppelkühler haben wir eben. Biege nach rechts ab. Jetzt müssen wir halt bedenken, wir sind jetzt mal kurz Stück länger, wenn wir jetzt hier wieder einen Schnauzer haben. Demnächst links abbiegen. Biege nach Waren links ab. passen da.
Und ich glaube, dass das gerade das richtige Chefgefährt ist. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Sitz muss ich mal ein bisschen einstellen. Biege nach rechts ab. Muss ich gerade ein bisschen noch. Ja, ich weiß, ich hatte jetzt da auch wieder rechts abbiegen. Aber jetzt warten wir, bis es grün wird. Tiefkühlkost haben wir geladen, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt suchen wir natürlich auch einen Fahrer. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jetzt steht er wieder ohne Lastwagen. Dann brauchen wir auch wieder einen Kühler hier dazu. Habe ich jetzt zum Charlie schon gesagt, zu so einer Limited Edition. Werden wir den Kühler mit dem ersten Viking-Design stöhnen. Links halten und dann ausfahren. Weil ich glaube, dass der da ganz gut dazu passt dann. Und ja, wie seht ihr, wir haben Kontostand 362.000. Warum? Bevor das die Frage aufkommt, eben Kredit aufgenommen von 500.000. Eben, weil wir die Werkstatt eben. Also die Zweigstelle kaufen werden und weil man eben den Kühler bestellt. Also den Kühler wird halt heute der Charlie bestellen. Entweder werde ich den selber dann holen oder den mit der Charlie dann ab, mit dem Kennwort, mit 100, also mit dem anderen. Also lieber Hannes, falls dass du dieses Video siehst, dein Kennwort, der bleibt in der Firma, der meine wurde verkauft, weil du ja in deinem letzten Video letzte Woche ja die Frage gestellt hast, bitte links, was machen wir damit? Wir behalten dein Kennwort natürlich, weil der die Steuern nicht mehr stehen hat und auch die wenige in die Laufleistung gehabt hat, als wieder meine. Der meinige ist verkauft worden mit dem, was ich angefangen habe, und den deinigen haben wir gehalten. Somit wäre die Frage auch geklärt und die Frage wegen den Marken: Wir werden bei Kenwood und bei Volvo bleiben. Also bei die zwei Marken werden wir bleiben. Ist jetzt kein Grund für mich, den Mac hergeben, weil den haben wir ja eigentlich. Gut Kraft, gut Einkraft. Und ja, ich bin zufrieden jetzt momentan mit den Kennwort. Schauen wir mal, wie lang. Aber das ist, ich bin halt einfach die Generation, die wo es halt mit dir last und aufgewachsen sind und neu einfach den Kraft. Mich absolut gewaltig. Ich liebe die kantigen Schnauzen. Das ist für mich einfach perfekt. So, gerade nicht schnell werden. Sind eh schon 2 Meilen drüber, haben wir uns da den Tempomaten rein. Ja, beim Bordcomputer muss ich mir ein bisschen spülen. Da Speedlimit 60, Speed. Und dann haben wir da die Kilometeranzeige.
Was lassen wir den hin? Das Beat oder was mit dem? Lassen wir diesen hin? Keine Ahnung, wo sie hingelassen werden. So oft schaue ich ja nicht drauf. Ah, das habe ich mir gedacht. Die Wiegestation lässt grüßen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Jetzt, wir sind da schon ein paar Mal gefahren, aber wir haben alle über die Waage gemessen. Wir haben immer über die Waage gemessen. Ach klar, ich hätte jetzt auch leer nach Houston zurückgefahren können, aber wir müssen schauen, dass wir Kohle einbringen. Wir müssen schauen, dass wir einen Fahrer stimmt. Also habe ich nicht nach links umgeschaut, gell? Aber egal. Der zieht einfach gut. Er hat wirklich die große Maschine in der. Also den ganzen Paket. Also ich habe jetzt für den LKW 230.500 Dollar gezahlt. Die Limited Edition, ja, hat wirklich, also die größte Maschine in der. Also es ist kein Mod, also das ist kein Mod und Real Talk, sollte jemand, grüße ich jetzt sagen, achso, ich grüße ich jetzt nicht sagen, ich habe mir den so zusammengestellt, weil ich das Level noch nicht hätte für den. Ich habe mir den aber so anhand, was ich von meinem anderen Profil so gehabt habe, habe ich mir den jetzt so aus Limited Edition zusammengestellt. Weil ich habe ein Hauptprofil hier bei ATS und eben hier das Viking-Profil. Und ich werde jetzt die Lastung nicht mehr. Also ein Hannes Hennig ist ja schon so eine Black Edition von Kenwood. Die lassen wir jetzt auch in Schwarz mit dann nur mehr die Auflieger in Firmenfarbe. Also Firmendesign, in Viking Design machen. Der Charlie und ich beschlossen. Genauso wenn wir noch ein paar andere Dinge beschlossen haben. Ja, Kredit. Tja, wir haben es ja. Ah, fahren wir mal. Sind wir eh schon fast da, oder? Haben uns die Reife jetzt gemeint. Fast ist übertrieben. Jetzt haben wir hier ein bisschen den Texas miteinander gucken.
Ich war kurz beim Überlegen, ob ich nicht das Fulvergetriebe einstelle, so wie es der Micha von der ETL hat, aber dann habe ich es echt lassen. Weil es dann peinlich war, wenn ich mich verschalten darf. Ich habe zwar nur auf Fulda gelernt zum Fahren, aber ob es irgendwie noch cool ist, eine andere Frage. Schauen wir mal, ob der Charlie einen Fahrer auf der Treib für uns im Laufe der Woche. Schau, Maisi on the road. Ehrenhuber für den Ehrenangestellten. Hat der überhaupt was Limited? Ja, ein Schalterringer. Ist ja Limited und Limited heißt der Oldschool. Ich finde ihn klasse. Und Sigi, wie gefällt dir der Sitz da hinten? Bequem, gell? Ja, außer. Hat der Papa schon gut gekauft, gell? Also jetzt ein Sessel zum. Ah, schon wieder die Wog. Ist da vorne rechts. Der Mac schaut jetzt auch nicht schlecht aus. Kein Problem, ich finde eine neue Route. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt da eine früher wahrscheinlich abbiegen sollen. Jetzt fahre ich einfach da um und dann kann ich nämlich da hinten rausfahren. Die werden sich jetzt auch was denken. Zuerst fährt er vorbei und dann fährt er nur die Runde. Ist denn der Punkt? Gut, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Was ist das hier vorne? Ah, wahrscheinlich weil ich vorbeigefahren bin, ist der Punkt weggegangen, aber ich habe ja die Strafen ausgestellt. Hat keiner gesehen. Ja, vom Mac gibt es halt das nicht. Ich wollte den Classic Rubber Duck haben, aber den wird es wahrscheinlich nur aus dem Mod geben. Da mal den Classic Rage nochmal.
91 Meilen noch. Ich wäre eigentlich ob ich im ATS einmal Kanada und Mexiko angekommen. Das war halt cool. Kanada war halt cool. Das war. Da hat es einmal. Früher hat es das Spiel gegeben, 18 Wheels of Steel. Jetzt weiß ich aber nicht mehr bei welchen. Da hast du so einen Schleichweg durch die Wüste nicht mehr kennen. Und dann bist du bei der Bar vorbeigekommen, ein bisschen abgewandelt halt von From Dusk Till Dawn. Das war cool. Ich bin immer, du hast da so Ladungen gekriegt, da wo es dann eigentlich wo es teuer erzeugt worden, aber da wo du das Symbol gehabt hast, dass du komplett überladen warst. Du hast so durch Amerika fahren müssen, dass dann die Wagen vorbeikommst. Und das ist zu einer Zeit, da hast du die Spiele nicht einmal speichern können. Also wenn du von Los Angeles losgefahren bist nach New York, bist du da wirklich 2 Stunden knüppelhart, bist du da gefahren. Da war damals, vielleicht hat es damals auch schon gegeben mit der Flycam, ich weiß nicht, ob es damals schon gegeben hat, gesagt, da YouTube war zu der Zeit noch nicht so. Da hat es noch diverse andere Seiten gegeben, da wo es da so ein paar Cheats holen hast können mit iGame und Konsole öffnen und so. Bis heute weiß ich nicht mehr die Seiten. Ganze Beschreibungen von den Spielen hast du ausdrucken können. So, sind wir gleich auf 30 Meilen noch. War ja gleich. Haben wir schöne Folgen liegen ja beieinander. Und vom Walmart schauen wir dann, was sie für uns haben. Wir werden ja jetzt wieder ein paar so Walmart-Auflieger überstehen. Bitte links halten. Ich weiß ja nicht, wie weit dass die Kühler auf Lager haben und dann das Folieren dauert. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann links halten. Mir fällt gerade auf, dass man die Grafik auch gestellt hat. Links halten Folgt mal, und dann steht sie links drauf. abbiegen. Biege nach links ab. Nein, oder wird es wahrscheinlich schon früher aufgefallen sein. Wie erst jetzt halt, komischerweise. Weil jetzt hast du das Cross-Sieg und die Konturen. Stört mich. Das ist etwas, was die ganze Zeit denkt. Ja, warum? Das ist dann teilweise so mit so einem Update, dass da neu wieder etwas zurückgestellt.
Ja, seid jetzt live dabei. Also. Aber das ist jetzt, mir selber ist jetzt das vor lauter Quatschen, er steht jetzt aufgefallen, wie ich da angefahren bin. Immer geradeaus. Ja, die schaut jetzt schon besser aus. Die schaut jetzt schon besser aus. Ja. Ja, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Also, falls das sich wer fragt, auf Langstrecken oder da hinten sehr klar. Ja, wir sind doch gleich da. Lauser. Wenn's mal auf dem Sitz machst, gell, aber dann. Moment. Das hat, jetzt habe ich das gleiche Problem wie im ETS. Mit der Luftdruckanlage. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich denke, das liegt an den Motor-LKWs. Einen Moment. So, jetzt nehme ich wieder zu. Ich kann es nicht sagen, was das liegt. Man denkt jetzt, weil es die Grafik aufgeschraubt, da kann es ja nicht liegen. Also ich habe hier unten ETS irgendein Motor am Laufen und Rechtshalten der und dann was mal rechts die abbiegen. Luftdruckanlage zu macht. Biege nach rechts ab. So. Hoppala, da steht ja einer. War doch überall dann oben. Aber na gut, meine Sportsfreunde, bevor das wir da lang überziehen. Wir sind eh gleich da in einer Meile. Was ist mit dem? Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das ein oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus die Viking-Transporte weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Rechtshalten Morgen, und dann lieber rechts abbiegen. Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal Biege nach rechts mein ab. Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinem Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.